was letzte Folge passiert ist. Toll, jetzt ist der Dämon in mir. Ich bin gespannt, was hier so abgeht. Ah ja. Rotes Sumpflanzland. Das habe ich auch noch, kann ich mich auch noch an den Trailer erinnern. Ja, vielleicht bekomme ich durch einen Kampf mit dir eine Kostprobe der Stärke eines Königs. And you're up, man. Kampfende. Deine Stärke ist wahrlich beeindruckend. Nun denn, lass mich deine Pokémon heilen. Ehre. Jetzt weiß ich, dass ich die Suche nach dem Fragment der Steinplatte, das Yugao gestohlen wurde, besser dir überlasse. Ganz genau, es wurde ein Fragment dieser Steinplatte dort aus den Ruinen des entwendet. Sind dir noch keine Gerüchte über die drei Banditenschwestern zu Ohren gekommen? Auch uns von der Ginkgo-Gilde haben sie schon öfters überfallen. Das ist nicht gerade förderlich fürs Geschäft. Yugao will diese wertvollen Plattenfragmente auf eigene Faust zurückbekommen. Nur mit einem Alter von 99 Jahren ist das leichter gesagt als getan. Was sagst du, Reapers? Würdest du das Plattenfragment für Yugao zurückbringen? Ich helfe dir natürlich dabei, denn wir von der Gilde lassen es uns keineswegs gefallen, dass man unsere Ware anwendet. Außerdem kann ich ihnen aus Prinzip nicht verzeihen, dass sie mutwillig Ruinen zerstören. Mir fällt gerade ein, dass ich in der Nähe des Sumpflandbasis die Überreste einer Feuerstelle gefunden habe. Vielleicht könnte das ein Hinweis sein. Okay. Schwerball und Tap. Geil! Level 21 Onix! Diese Stelle wurde ein Feuer gemacht. Wohl jemand hier gewesen sein. Ah, Logo. Oder? Wer bist du? Dein Gang verrät, dass du kein gewöhnlicher Dorfbewohner. Oh, das sind doch die Diebinnen. Dass sich jemand bisher vorwagt, kann nur eines heißen. Du willst uns, die drei Banditenschwestern, dingfest machen? Stimmt's? Ja. Aber die ganz links, wie die guckt. Bevor wir dieser armen Gestalt den Gau ausmachen, sollten wir vielleicht erstmal klar machen, mit wem sie sich hier anlegt. Hör gut zu, wenn die große Schwester spricht, Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestatten, dies hier der Dorn in deinem Auge. Ich bin so stachlig, dass ich selbst kaum glaube. Ist die Team Rocket der Arme? Die mittlere Schwester, das bin ich. Du hast keine Chance, nicht gegen mich. Ich kralle mich fest, du wirst mich nicht los. Ephelia ist der Name, merk ihn dir bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand erstickt. Erstick ich prompt im Keim. Mein Name ist Nessia, an Talent so reich. Wer sich in die Nesseln setzt, bereut es gleich. Banditen, Schwestern, Dreierbund, du wurdest gewarnt. Wir machen dich rund. Vor dir stehen die unbeugsamen drei. Unkraut vergeht nicht, für dich ist's vorbei. Überlass das mir. Mit dem da werde ich an Hand umdrehen fertig. Los, Toxipak, gib ihm eine Kostprobe von deinem Gift. Alright. Ich liebe die Trainerkampfmucke, die ist übel geil. Der Toxic Quark sieht schon dangerous aus, man. Schock hat er mir gedrückt. Oh, ich könnte erstmal mit einem Erstauner reingehen. Dann kann ich gleich danach nochmal attacken. War jetzt nicht viel, aber naja. Hat ja auch nur ein Pokémon. Dann einmal Hypnose. Ein Nickerchen. Ey, hör mal zu. Mach das nicht nochmal. Ey. Was zuhören, wenn ich mit dir rede? Ja, brauchst nicht so aus dem Weg zu gehen. Du Weichsel. Ja, scheiß drauf. Grifflon stirbt wohl oder übel. Doch weg. Die Glerva muss schon leveln irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Psycho ist vierfach, ja, gar nicht gerafft, Digga. Glück nun hätte den komplett auseinanderreißen können. Lost. Der nächste! Unschön, aber immer noch besser, als mich für die Galaktik-Expedition auf dem Feld abzuplagen. Ey, Driftloon hat auch gerade XP gemacht, obwohl er dead ist, ne? Das ist auch neu. Diese elendige Galaktik-Expedition. Selbst nachdem ich euch verlassen habe, macht ihr mir immer noch das Leben schwer. Dann nimm dir halt diese gammelige Steinplatte, wenn du uns dafür in Ruhe lässt. Plattenfragment. Wir teilen aus Steinplatte aus dem Ruin des Trostes. Dafür sind buchstäbliche Muster eingemeißelt.
sich von euch anhauen haben. Wir dachten, es sei ein Scherz, weil die Muster darauf wie Schriftzeichen aussehen. Aber die Stück Stein ist doch kein Volltreffer-Ling wert. Ganze Arbeit umsonst. Aber jetzt erzähl mal, wieso hast du eigentlich nach uns gesucht? Basaluna, um Yugao zu helfen. Ach so, du legst dich ins Zeug, um jemand anderen zu helfen. Wie lobenswert von dir. Ich bin fast ein bisschen gerührt. Wir können es uns allerdings nicht leisten, uns um andere Leute Sorgen zu kümmern. Wir haben genug damit zu tun, unser eigenes Überleben zu sichern. Außerdem haben wir mit der Galaktik-Expedition noch eine Rechnung offen. Das heißt, auch du wirst noch für all das bezahlen. Ehrlich jetzt? Haut jetzt ab, ich will euch alle kleppen. Da fällt mir ein alter Vers ein. Sei es die schönste Blume weit und breit, sei ihre Blüte aller Gärten Kostbarkeit. Der Frühling lässt sie auferstehen, doch im Herbst muss sie vergehen. Denk dran, auch deine Tage sind gezählt, nur Unkraut vergeht nicht. Oh Gott, ich wollte schon sagen, ist das ein Shiny Zipaise oder sowas? Das ist einfach ein Pikachu. Da rennt der nicht mal weg vor mir? Der ist ja voll friedlich, Digga. Was ist ein Ehrenmann? Das Plattenfragment wirklich zurückgekommen. Gute Arbeit. Yugao sagt man oft nach, dass sie altmodisch und stur sei. Aber du musst wissen, dass sie seit ihrer Jugend immer alles für den Perlklang gegeben hat. Sie hat hier in Hisui ihr ganzes Leben verbracht. Und dabei war ihr der Glaube an das ehrwürdige Sinnoh immer eine Stütze. Es ist nicht so, dass sie den Diamantclan und die Galaktik-Expedition verabscheut. Man könnte wohl sagen, ihre Liebe für den Perlklan dominiert einfach alles andere. Also Reapers, bitte beruhige Ursaluna. So ein in Rage geratenes Pokémon stellt eine große Gefahr dar, auch für mein Geschäft. Eine Weirdo-Halle, Alter. Hier ist einfach nichts drin. Schlecht. Und so eine Platte. Schon wieder. Meine Meinung hat sich nicht geändert und das wird sie auch nicht mehr. Hat ein Fragment etwa extra für mich zurückgebracht? Warum würdest du etwas für eine Fremde tun? Wenn du schon so weit gehst, du möchtest Ursaluna also unbedingt beruhigen. Ja, ich bitte sie. Ich möchte es versuchen. Belanglos, was ich sage, ist einfach dasselbe. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch jemand anderen gibt, der sich so um Ursaluna sorgt. Na gut, gib mir bitte das Plattenfragment. Fertig, nun ist es wieder wie zuvor. Ach so, das war's schon. Ich dachte, ich muss 3 davon sammeln oder so. Was sind das? Inkognito-Zeichen? Sieht sehr danach aus irgendwie, ne? Sehr stark. Das ist Safe Call Inkognito. Guck mal. All die Inkognito-Symbole. Kann das jemand übersetzen? Ich kann dir vorlesen, was da steht. Ach, sie kann es. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So ist das also. Was dort eingemeißelt steht, deutet wohl solche Begegnungen wie unsere an. Indem du mir den fehlende Teil der Steinplatte wiedergebracht hast, sind unsere beiden Leben in Berührung gekommen. Ich habe diesen Satz unzählige Male gelesen, doch nun scheine ich ihn endlich zu verstehen. Ob auch dies eine Weisung des ehrwürdigen Sinnoh ist? Die sagen immer der ehrwürdige Sinnoh, als wäre es eine Person. Ich glaube, die meinen einfach Arceus, kann das sein? Den Gott. Wie lautet dein Name? Ich bin Plepsi. Was heißt du also? Würdest du mir deine Stärke leihen, um Ursaluna zu helfen? Es wütet zwar umher, aber es ist nicht völlig in Rage oder von Sinn. Daher glaube ich, meine Medizin sollte es wieder zur Vernunft bringen. Ich kann Pokémon einfach nicht gegeneinander kämpfen lassen. Doch für dich sollte das kein Problem sein, nicht wahr? Ursaluna hält sich gerne auf dem Schlammplateau auf. Folge mir dorthin, sobald du bereit bist. Junge, das Hippopotas sieht ja anders gefährlich aus. Oder Hippoterus, keine Ahnung, wie die heißen. Da sind Hippopotas, glaube ich. So aggro, Alter. Du bist ja Reapers. Ich bin hier. Ursaluna mag zwar aufgebracht sein, doch sein Instinkt als Reit-Pokémon ist immer noch aktiv. Wenn ich eine Melodie auf meiner Elysian-Flöte spiele, zeigt es sich sofort. Cool! Wenn ich die besiege, habe ich wahrscheinlich ein neues Reittier. Da sehe ich mich absolut drinne. Sag ich, wie es ist. Derselbe Beat. Ach was, der ist eine andere Entwicklung oder eine andere Form von, wie heißt dieser? Ursaring, ne? Und zeigt Ursaluna, ja, deswegen auch Ursaring. Passt ja perfekt. Aber ist das jetzt eine Weiterentwicklung von Ursaring oder ist das nur eine andere Form von dem Kleinen? Von Teddy Ursa heißt er, glaube ich. Zeigt Ursaluna, wie stark du bist. Aber denk dran, dass Ursaluna ein sehr wichtiges Pokémon für den Perlclan ist. Es ist dir nicht gestattet, es zu fangen. Soll ich den einfach fighten? Ich feiere das immer wieder so. Okay, bereit für den Kampf! Und dann holt er einen Pokéball raus. Ist geil. Level 26. Alright, Dog. Okay, schneller werde ich nicht sein. Dann gib ihm mal ein Flammenrad. Okay, der wird mich wahrscheinlich killen jetzt. Yep. Dann hätten wir noch Bammelin.
werden auch nicht schneller. Hm. Bitte nicht one-hitten. Alter. Okay, krass. Das ist schon heftig, Mann. Weiß ich nicht, Mann. Müssen wir halt irgendwie löschen. Kann auch nicht schneller sein, tatsächlich. Ja, Digga, der one-hit einfach jeden von mir weg. Ganz schön stark, Alter. Und noch zwei zur Auswahl. Ja, kommt mein stärkstes Pokémon ins Spiel. Und jetzt gehen wir volle Kanne rein. Stärke. Oh, Luftschnitt. Das knallt ja jetzt anders rein. Dead. Krafttechnik. Let's go. Pow. Ups. Gut gespielt. Geil, die Level. Ah nee, die Level nicht. Guck mal. Tatsächlich nicht. Habe ich vorhin verguckt. Wenn wir nicht, wenn sie besiegt sind. Mein Liebling. Ursaluna, du musst von dem ganzen Herumtoben richtig erschöpft sein. Gleich geht es dir wieder besser, versprochen. Dies ist eine geheime Medizin des Perlclans. Unser Wundermittel, das den Körper von Toxinen und Schadstoffen befreit. Wir nennen diese Medizin Toxitilger. Dieses Mittelchen ist extrem stark. Daher können wir es nur für robuste Pokémon wie Ursaluna verwenden. Ah, schau, es scheint sich endlich beruhigt zu haben. Aber seltsam ist das schon. Hat nicht geleuchtet, es war nicht voll in Rage. War nur schlecht gelaunt irgendwie, schlechtes Frühstück gehabt. Genau, ihr von der Galaktik-Expedition seid überraschend kompetent. Als du das in Rage verfallende Axanthor beruhigt hast, konnte ich sogar von hier aus sehen, wie ein Licht in den Himmel emporstieg. Doch von Ursaluna ging kein seltsames Licht aus. Weder bei eurem Kampf noch davor. Und dann klebt da noch etwas an Ursalunas Körper. Ich denke, es ist eine Art Puder. Außerdem frage ich mich, warum wollte diese Natsu vom Diamantclan überhaupt mit mir über Ursaluna sprechen? Ach, jetzt hätte ich fast was Wichtiges vergessen. Würdest du die Elysienflöte für mich spielen? So, ehrlich, Ursalunas Bodensets angucken. Bodenlos hoch. Sieht doch sehr mächtig aus, Alter. Deine Melodie eingeprägt. Herztafel von Ursaluna. Danke. Ist sehr geschickt im Suchen von Schätzen, die unter der Erde vergraben liegen. Mein neues Nutztier. Nun geh und lass deine Expeditionsleiter wissen, was sich hier zugetragen hat, I guess. Ja. Kannst Ursaluna nun zu dir rufen, um mit ihm nach Schätzen zu graben. Geil. Ursaluna ist in der Lage, vor ihm vergrabene Schätze zu wittern und eilt auf diese zu. Wenn du siehst, dass Ursalunas Spürnase an einem Ort besonders stark reagiert, solltest du den Y-Knopf drücken, um es nach einem Schatz graben zu lassen. Vielleicht findest du ja die ein oder andere Kostbarkeit. Alter, man kann auch auf dem reiten. Oh, der kann nicht springen, der kann nicht klettern. Aber cool. Der soll mir jetzt mal was finden mit seinem Sonar hier. Was ein Gigavieh, Alter. Wäre cool, wenn der andere Pokémon kloppen könnte einfach. Wie sehr fehlen. Kann wahrscheinlich aber auch nicht schwimmen, ne? Geil, man kann auch immer instant upswitchen. Das ist halt so nice. Das ist schon echt cool. Boah, der wird geboostet, wenn er von einem Schatz ist. Geil, okay, cool. Das ist nice gemacht. Y hier. Deine Tasche ist voll. Ich hau mir selbst ein Ding, Alter. Sonnenstein. Oh, damit könnten wir irgendwas entwickeln, ne?